Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu dem Bestrafungsvideo, den ich machen muss. Wenn ich mal gesagt habe, fairerweise, ich habe verloren, aber dafür macht er auch eine Bestrafung, okay. Ich muss für immer backen und wir stehen jetzt hier in der Küche und ich habe schon mal alles so ein bisschen weit vorbereitet, dass ich nicht unbedingt jetzt alles raussuchen muss, bla bla bla. Und ich würde sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Ich mache einen schönen Buttermilchkuchen. Ich hoffe, den magst du. Weiß ich nicht, ich mag den zum Beispiel nicht mehr, deshalb... viel Spaß dabei, ich werde jetzt gleich die Kamera umstellen, dass ihr nur noch meine Hände seht und dann können wir mitmachen. Bis gleich, tschüss. So, wie man sieht, habe ich jetzt hier die Zutaten. Da kann ich ja mal sagen, ich brauche 1,5 Packungen Backpulver, 1 Packung Vanillezucker, dann 2 Tassen Zucker. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt wirklich 2 Tassen in dieser Größe. In dieser Größe habe ich 2 Tassen gemacht. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt richtig ist. Wie genauso 4 Tassen Mehl. Wenn ich das Rezept zeige. Da steht 2 Tassen Butter, also 2 Tassen Zucker und da 4 Tassen Mehl. Jetzt habe ich schon Milch gelesen, aber ist egal. Das finde ich so ein bisschen komisch. Hier Buttermilch messe ich nachher ab mit der Tasse, 2 Eier. Und dann haben wir noch hier Kokosraspeln und Mandelblättchen. Die muss er eigentlich mögen, wenn nicht, dann hat er Pech gehabt. Ne? Ich weiß auch nicht, was er mag. Dann würde ich sagen, habe ich jetzt schon mal gehustet, weil ich eben jetzt ein bisschen erkälte. Das muss er wissen, ne? Das muss er wissen. Da fange ich jetzt an, die Sachen zu mixen. Bis gleich. Gut, jetzt muss ich mir ein bisschen glücken. Ich habe hier so eine orangene Schale geholt. Schon mal diesen Mixer, da muss ich nur gleich die Rührstäbe holen. Jetzt fangen wir an, die Sachen zu mixen. Ich hole mal mein kleines schlaues Rezeptbuch auf diese Seite. So, auf den obigen Zutaten einen Rührteig herstellen und auf ein gefettetes Backblech legen. Dann mache ich doch mal. Ja, machen wir doch mal. Was kommt denn immer zuerst rein? Also, das kommt hier erstmal das Mehl rein. Ja. Wenig aus. Tun wir noch den Zucker rein. Tun wir den Zucker auch rein. Ja, du hast den Zucker auch rein. Gut, jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit den Eiern an. Nee, wir haben ja noch hier was. Erstmal die Trockenzutaten. In einer Tüte Backpulver, Vanillezucker. Fangen wir mal rein. Mal schauen. Das klappt doch alles ganz gut. Backen ist ja einfach stinkeinfach, ne? Ja, ich hab mein Pulver mit Backpulver gemacht. Dann eine halbe Tüte Backpulver. Ist das wirklich Backpulver? Backpulver. Dann geh doch auf, du. War schon ein bisschen krümmelig, ich weiß nicht, ob das so sein muss. Und noch eine Tüte. Anderthalb, ja. Eine ganze. So, jetzt. Gut. Ich glaube, ich habe den falschen Brühe ausgewählt. Die werfe ich mal in den Müll. Immer, das kann ich schon lange. Kochen ist ja nicht so einfach, ne? Oh, hier steht es ja, die Zutaten werden in einer Kaffeetasse 150 ml Inhalt abgemischt. Habe ich jetzt einfach mal. Ich mache das weiter mit der Tasse, dann passt das auch. Hoffentlich. So, die Buttermilch, was ich ja eklig finde. Muss ich aber an der Spüle mal eben mal doch was machen. Wie viele Tassen? 2. 1. Und 2. Sehr schön. Dann lassen wir mal draußen stehen, obwohl es eklig ist. Kettbett hier. Ja. Und ich würde sagen, das rühre ich schon mal ein bisschen, dass ich das nicht so eklig aussieht.
drüber. Das könnte jetzt ein bisschen laut werden. Aber ist ja egal. Wenn nicht, mache ich da irgendwas Schönes draus. Mal schauen. Der wird. Ich muss aber noch die Eier reinbringen. Ja, endlich die Eier. Aber ich glaube, das wird sogar. Du hast zwei Eier. Eins. Oh Scheiße, jetzt habe ich nichts. In die Spüle damit. Bringt ja nichts. So, irgendwie macht das Spaß. Das ist ja keine richtige Bestrafung. Die Bestrafung liegt ja nur da drin, immer einen Kuchen zu backen, dass er einen Kuchen hat und ich nicht. Aber ich mag kein Buttermilch. Deshalb, ist eine Bestrafung, aber auch wiederum ist keine Bestrafung. Ja, ich nehme mal so, wie die Köche nehmen. Ja, wir hätten mir auch eine Schürze anziehen sollen, aber naja. So, die zwei Eier mit reinrühren. Das wird doch besser, ne? Hier, kann ich das zeigen? Ja, lecker! Rühre ich jetzt ein bisschen und dann müsste das eigentlich gleich fertig sein, dann mache ich das gleich fertig. Dann ist jetzt wohl auch gleich schon fertig. Dann ist das so. Hoffentlich wird der auch, ne? Was ist das? Das ist doch ein normaler Teig jetzt, ne? Der schmeckt sogar. Der schmeckt sogar, das ist ja gut. Das ist ja total klasse. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich denke mal, das war fertig mit Rühren. Ab in die Spüle damit. Was muss ich jetzt machen? Ein Rührteig jetzt nehmen und dann auf ein fettes Backblech mit hohem Rand. Da gucke ich mal, ob ich ein Backblech habe. Das verstehe ich unter Backblech mit hohem Rand. Hier so ein hohes. Hoffentlich. Aber ist ein bisschen groß, ne? Kann ich auch so ein normales Backblech-Ding nehmen? Ich gucke mal eben. Na. Ich muss so ein Ding nehmen. Dann muss ich jetzt einfetten. Das heißt, so. Ja,
Das muss ich jetzt einfinden. Ich habe gerade nachgedacht, wo ist Fett? Da. Nehme ich für die Tour. Und dann mache ich einfach mal. Da liegt noch was drauf. Ich weiß nicht, wie viel. Da habe ich so einen Clip drauf gemacht. Ich mache einfach mal richtig schön alles voll. Ja. Gut. Ich denke mal, das ist gut so. Jetzt habe ich meine Hand, glaube ich, auch noch voll gemacht. Nimm Biomüll. So, jetzt. Auf die Nudeln, die da in der Rücken mit hohem Grund bestreichen. Gut, ich muss jetzt auf dem Backblech tun. Hoffentlich Würstchen, ja. Hoffentlich Würstchen. Haben wir denn so ein Zeitschaber-Dingens? Ja, hier. So was, und das verteilen wir jetzt schön auf den Backblech. Sehr schön. Ah, oh, das sieht doch. So macht es doch Spaß. Ich würde jetzt bei Kuchen natürlich nachher die Schale hier auslecken, aber ich mag kein Buttermehl. Das ist das Problem. Das ist es einfach. So. Wobei. Der Teig schmeckt. Also, ja, das Eingefette, jetzt muss ich nur eine Sache machen. Ich muss 1,5 Tassen. Eine neue Tasse. Ne, wollen wir ja nicht. 1,5 Tassen Mandeln und 1,5 Tassen Kokosraspeln noch in eine Schale vermischen. Das heißt. Und wie viel Zucker? Eine Tasse Zucker. Diesmal nur eine, das werde ich jetzt hier vor der Kamera machen. Ja. Eine Tasse Zucker. Kann ich auch wieder wegräumen dann, weil das brauchen wir dann gar nicht. So, was dann? Hier, Kokos. Oh, ich hasse Kokos, ne? Boah, oh, kommt mir das Kotzen, ey. Eins. Und eine halbe mache ich jetzt. Drei. Und haben wir irgendwas dazu zum Zumachen? Wir hatten nochmal früher was zum Zumachen. Irgendwas ab. Nein, mir egal. Jetzt kommen wir noch die Mandeln. Natürlich doof aufgemacht von mir, egal. Mandeln, die gehen noch, die könnte ich auch.
die Tüte auch leer. Kann ich das jetzt so machen. Dann ist weg. Okay. Das hätte ich auch. Jetzt muss ich das mischen. Jetzt brauche ich noch mal eine andere Schale. Scheiße. Aha. Hier. Sein. Jetzt über den Teig streuen, okay. Hab ich ja mutiger Börje. Okay, ich habe doch Hände gewaschen. Weil kochen ohne Hände waschen ist wie. Weiß ich was? Das ganze Zeug. So. Sehr schön. Und jetzt bei 180 Grad circa 25 Minuten backen. Jetzt mache ich mal was. Die Kamera drehen, da ist der Ofen. Also alle sehen. Wie viel Grad habe ich? Ja, ich habe eine Jogginghose an. Also, 180 Grad. Aber hier sind das viele Sachen, die hier drin sind. Und jetzt mal was raus. Das ist ja das. Da ist eine Pizza drin gewesen. Ja, und jetzt schön den wieder rein. Da ist er drin. Wow, super. Dann muss ich mir nur noch, wie viele Minuten, eine Stoppuhr stellen. Mit dem Wecker. Warte. Äh. 25 Minuten, das heißt. Oh, ich stehe ja gar nicht in der Kamera. Das heißt hier, Handy, Uhr. Und die Stoppuhr. Starten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Kuchen raushole und dann sind wir auch schon fertig. Bis gleich. Tschüss. So, meine Uhr steht 23 Minuten und ja, okay, 24 Minuten. Noch eine Minute, dann ist der Kuchen fertig. Dann werde ich ihn aus dem Ofen holen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Er ist mal in der Mitte so ein bisschen hochgegangen und an der Seite in der Mitte nochmal so. Aber ich glaube, das wird eigentlich ganz gut.
warte ich nur noch auf diese 5 Minuten, dann hole ich den raus. Und mal schauen, was er geworden ist. Es sieht da so aus, als ob da nichts geworden ist, aber es riecht total lecker. Ich mag keinen Kokos, das ist das Problem. 15 Minuten noch, gut. Dann warten wir noch ein bisschen. Handy lege ich mal hier auf den Tisch. Und ja, habe ich denn schon einen Lappen? Da habe ich einen Lappen, dass ich das Blech gleich auf den Tisch da drauf legen kann. So. Guter Griff, sehr schön. Dann warten wir jetzt noch eben, nicht mehr lange, dann ist der Kuchen fertig. Da habe ich euch übrigens das Video geschafft. Mein Bruder hat zwar gesagt, ich sollte das noch reinschneiden mit, dass ich den Kuchen da hinkriege, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Dann zu schneiden, dann noch morgen, heute ist Sonntag, morgen ist Montag, dass ich das dann schaffe, ihm hinzubringen. Das heißt, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen gucken. Und 25 Minuten, jetzt kann ich es auch machen, endlich. Ah, sehr schön. Hopp, Luft weg da. Kavenzmann, Kamera drehen. Da, da ist der Kuchen. Den kann ich jetzt natürlich nicht zeigen. Das ist der Kuchen, den lasse ich jetzt abkühlen und dann werde ich den zurechtschneiden, weil ich will nicht unbedingt das Backblech meiner Eltern zu meinem Bruder bringen. Und dann mal schauen. Da würde ich auf jeden Fall dann sagen, ganz viel Zuschauen. Ja, Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ne? Und wir sehen uns dann. Dienstag wieder bei euch zum nächsten Video. Battle-Video. Deshalb sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut rein.